Bevor dieses Video beginnt, möchte ich dich darauf hinweisen, dass aktuell ein Gewinnspiel stattfindet. Es gibt 5 Platzierungen zu je 10 Euro als Guthabenkarte. Das bedeutet, dass 5 Personen am Ende dieses Gewinnspiels ausgelost werden können. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Seid Abonnent des Kanals, verfasst einen Kommentar unter diesem Video und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Checkt nebenbei noch die Infobox für günstige PSN-Karten und nutzt den 1% Rabattcode Whiskey, um noch mehr zu sparen. Das Gewinnspiel wird bei 40.000 Abonnenten aufgelöst. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, denn das ist kostenlos, Leute. Und denkt daran, wir sind eine Community, wir halten zusammen. Jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß! Hey Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren neuen Fortnite Rette die Welt Video. Und zwar in dem Video möchte ich euch mal meinen Spin zeigen, weil die Anfragen ziemlich hoch waren. Die meisten haben sich gefragt, was für Waffen habe ich denn zur Verfügung, beziehungsweise welche Skizzen habe ich da, welche Helden habe ich hier, wie sind meine Fertigkeiten gelevelt und so weiter. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache ein kleines Review dazu, beziehungsweise Preview, was ich im Inventar habe in Fortnite Rette die Welt. Und danach switchen wir ganz kurz rüber zu Fortnite Battle Royale, denn da waren auch einige Anfragen da, was ich denn so alles in meinem Spind habe, welche Skins ich habe und so weiter. Und wir fangen aber diesmal hier in Rette die Welt an. Und zwar, Freunde, ganz einfach, ihr könnt jetzt erstmal hier meine Helden beobachten, die ich aktuell zur Verfügung habe. Das sind meine ganzen Helden, die ich habe. Ich habe hier den Sternbanner Jonesy, dann habe ich die Sternbannerin Headhunter, Spezialkommando Jonesy, zum Beispiel Schockspezialist AC und so weiter. Dann habe ich auch noch die Twitch Prime Helden, die vom ersten Pack noch dabei waren. Hier beispielsweise den Abo-Kommandant Jonesy haben wir hier einmal da. Dann haben wir hier den Rettungstrooper Havoc, der ist auch noch vom ersten Twitch Prime Paket mit dabei. Die vorherigen oder das vorherige Twitch Prime Paket gab es leider nur für Battle Royale. Das heißt, wir haben vom vorherigen Twitch Prime Paket keine neuen Helden in Rette die Welt dazu bekommen. Leider nicht, schade drum. Aber gut, ja, dann habe ich hier natürlich den Trooper Jonesy, also den Skull Trooper sozusagen, den so viele auch haben wollten. Ist eigentlich ein gewöhnlicher Headhunter, denn jeder ist ja gleich. Oder Häuserkämpfer besser gesagt. Ich habe ihn noch auf Episch, aber in naher Zukunft möchte ich ihn auch auf Legendär hochleveln. Und die tote Marine Ramirez habe ich auch bekommen. Das war alles vom Geburtstagsevent, habe ich sie mir rausziehen können, durch Glück. Den Schlachtenhund Jonesy habe ich auch von einem Event gewinnen können. Den hatte ich dann kurzzeitig in meiner Sammlung drin, konnte ihn aber wieder rausnehmen durch dieses neue Update, was rauskam, wo man mit 20 oder 25 V-Bucks den Helden aus der Skizzensammlung wieder rausnehmen konnte. Ja, das ist meine ganze Sammlung in Rette die Welt an den Helden. Hier zum Beispiel auch noch die Geburtstagsbrigade Ramirez, die werde ich eventuell auch mal bald vorstellen, Freunde. Aber das zu seiner Zeit. Wie gesagt, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, überhaupt weiterzuspielen, weil in der letzten Zeit ja sehr wenig Zeit da war. Und ja, aktuell mein absoluter Favorit ist der Shuriken-Meister Lamurai, Freunde. Ihr könnt ihn hier sehen, richtig epischer Skin. Seine Füße sind schon durch dem V-Bucks-Boden, sag ich mal, weil er oberkrass ist, Leute. Also ja, ihr kennt den Skin, ist ein Shuriken-Meister. Auf jeden Fall richtig geil. Des Weiteren habe ich meistens eigentlich nur Event-Helden da und auch einige von den Packs, die wir bekommen konnten im Shop. Ja, da habe ich beispielsweise die Frontspeerin Jazz. Die habe ich auch schon auf bis Level 82 gelevelt, aber spiele ich aktuell damit nicht mehr, weil das nicht so eine gute Entdeckerin ist. Deswegen aktuell nur mit der Pfadfinderin oder mit dem Ragnarök unterwegs, weil mir das Skin am besten eigentlich gefällt von hier. Bevor ich euch wundert, wieso sieht das Spiel wieder scheiße aus, liegt einfach daran, dass ich den Schatten immer ausmache, weil ich dadurch in Battle Royale einfach ja, die Gegner besser sehen kann. Da gibt es da, glaube ich, noch verschiedene Tipps dazu in Battle Royale, aber das können wir mal in einem anderen Video diskutieren. Okay, das sind meine ganzen Helden, Freunde, auf jeden Fall richtig nice. Den kann ich immer direkt in die Slot-Sammlung packen, weil den werde ich niemals benötigen. Finde ich nicht so krass, diese Helden da. Sehen zwar schnieke aus, aber naja, nicht so mein Favorit. Okay, machen wir direkt weiter bei den Überlebenden, Freunde. Überlebende habe ich momentan einige legendäre, die meisten auf episch. Und die habe ich bei meinen Einheiten so reingepackt, dass sie meistens einen Bonus rausgeben. Hier zum Beispiel 5% Bonus Fernkampfschaden, Konditionsbonus Fallenhaltbarkeit. Da müsst ihr gucken, dass die Charakterzüge passen und der Set-Bonus passt mit den anderen. Dann bekommt ihr auch diese ganzen Boni hier. Ich habe jetzt fast bei allen die perfekten Bonis drauf. Aber bei Nahangriffseinheit und bei
die Ideenschmiede fehlen mir noch einige Bonis. Also zwei Bonis fehlen mir noch, dass ich das perfekt habe. Das erklärt auch ein bisschen die Kraft und Kondition, Schild, Standhaftigkeit etc. Das wird ja alles dadurch beeinträchtigt oder beeinflusst, Freunde. Das solltet ihr eigentlich mittlerweile wissen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Aber ansonsten, ja, das sind meine ganzen Überlebenden. Kommen wir zum nächsten, und zwar meine Skizzen. Das sind die wichtigsten Sachen für euch. Ich habe hier eigentlich Waffen, die selten sind, die fast jeder haben kann, die man kaufen konnte durch die Packs, durch das 100 Euro oder 200 Euro Deluxe Paket habe ich zum Beispiel Nocturno bekommen, Freunde. Ihr kennt sie ja, die legendäre Nocturno. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Eigentlich ist es einfach eine ganz normale Scar im schwarzen Style. Und da kann man sie, man kann eigentlich eine Belagerungsbrecher theoretisch sogar besser machen als eine Nocturno. Da gibt es ja zahlreiche Videos auf YouTube schon. Und ich denke mal, dazu muss ich da nicht viel sagen. Die meisten Waffen habe ich aus dem Event-Shop mitgekauft. Ne, Quatsch, nicht aus dem Event-Shop, sondern von Events erspielt. Waffen habe ich freigeschaltet oder vom Event-Shop gekauft. Hier zum Beispiel meine absolute Lieblingswaffe aktuell, die Ratterer, also die Tommy Gun. Dann haben wir hier zum Beispiel die Weißkopfwumme, auch eine sehr knallharte Waffe, Freunde. Des Weiteren hier die P90, also die Wildkatze, auch eine richtig krasse Waffe, die man aus dem Event-Shop kaufen konnte. Kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr die habt und noch nicht hochgelevelt habt. Auf jeden Fall müsst ihr das tun. Die Trommelwirbel des Gründers gibt es aus dem ultimativen Pack oder auch aus dem, nee Quatsch, ja, die kriegt man aus dem ultimativen Pack. Gibt es selten, auf episch und auf legendär, also in drei Varianten. Hier zum Beispiel Fernkampf selten, dann gibt es sie auf episch hier und dann einmal auf legendär, Freunde. Des Weiteren, ja, sind eigentlich hauptsächlich Eventwaffen, Shopwaffen, was ich habe. Einige sind freigespielt. Die Raumfeger zum Beispiel ist auch eine sehr, sehr nice Shotgun oder Schrotflinte, Leute, ihr kennt's ja. Und Schallgedämpfte Spectre, dazu kann ich auch schon viel sagen. Also ist auch wirklich eine effektive Waffe, die man auf jeden Fall in seiner Sammlung haben sollte. Die beste Sniper in dem Spiel, meiner Meinung nach, da sie auch die Wände durchtrennen kann, und zwar die Verheerer. Die habe ich ja bereits mal vorgestellt, Freunde. Raketenwerfer sollte man auf jeden Fall immer parat haben, den habe ich jetzt noch nicht so weit hochgelevelt, aber man weiß ja, bei hohen Zonen sollte man einen Raketenwerfer immer parat haben. Ich habe aktuell noch einen anderen, und zwar den Vierfachwerfer, den ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht so toll finde. Dazu wird wahrscheinlich noch ein Review kommen, weil die meisten sich das auch wünschen, da werde ich auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Aber das in einem anderen Video dann, Freunde. Und des Weiteren sind halt hier noch Eventwaffen vom Geburtstagsevent, die ich halt noch nicht hochgelevelt habe. Hydraulische Pistole zum Beispiel ist auch eine richtig tolle Waffe. Werde ich auf jeden Fall mal hochleveln, weil die Anfrage ziemlich hoch ist. Dann haben wir hier das hydraulische Scharfschützengewehr. Sieht auch mega geil aus. Bin ich noch nicht dazu gekommen, die Waffe hochzuleveln. Werde ich wahrscheinlich in Zukunft machen. Dann haben wir Rasierklinge. Das ist ganz normale Standard-Fortnite-Waffen, die man so freispielen kann oder frei erkaufen kann in der Sammlungsalbum-Skizze. Oder Wintertech-Waffen habe ich hier drei Stück. Zerfetzer, Pulsar und Salver. Dann gibt es hier die Sonnenuntergänger. Die habe ich auch aus dem Geburtstags-Event bekommen, Freunde. Richtig krasse Waffe. Habe ich auf jeden Fall von dem Abonnenten mal zugeschickt bekommen mit Blitzlevel 106. Fand die wirklich interessant. Und ja, dann haben wir hier Elektronenröhrenwerfer, Freunde. Das ist eine Waffe, die ich jetzt nicht so brutal feiere. Ich dachte am Anfang, es ist ein Raketenwerfer, aber ist so eine Art Mischmasch. Ihr kennt ja mein Wort. Elektronenröhrengewehr habe ich noch nicht getestet. Eventuell werde ich das mal testen. Bin ich mal gespannt, wie die Waffe so ist. Und ansonsten, ja, was haben wir denn noch so schönes hier? Dreschwumme. Dann haben wir die Drachengebrüll. Die Waffe, die ich überhaupt nicht mag, aber die habe ich trotzdem mal in der Sammlung. Ist für mich die schlechteste Waffe, Freunde, bin ich ganz ehrlich. Weil bei dem Event, wo sie rauskam, war die ziemlich OP und dann wurde sie richtig runtergedrosselt. Ist also eine schlechtere Variante jetzt als die Todesjäger, meiner Meinung nach. Aber muss jeder für sich selber wissen. Ich habe jetzt die Waffe schon ewig nicht mehr gespielt. Bin mal gespannt, vielleicht wurde die ja geändert. Schreibt sie mal in die Kommentare, ob sie wieder verbessert worden ist oder so, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Dann haben wir die Revolte des Gründers, die bekommt man auch durch diese Deluxe-Pakete oder so. Ich weiß nicht mehr, ich glaube Deluxe-Paket habe ich die, glaube ich, bekommen. Ist auch eine ziemlich knallharte Pistole, aber leider kann man sozusagen vom Episch auf Legendär nicht gehen, weil die Waffe gibt es nicht auf Legendär im Spiel. Schade drum. Aber gut, das sind jetzt die ganzen Sturmwaffen, die ich habe, Fernkampfwaffen, jetzt kommen wir zu Schwertern. Ich habe hier einmal das Kryptonschwert auf Blitzlevel 82, Freunde. Dann haben wir die Masamune des Gründers, auch aus dem ultimativen Pack. Wenn man das Ninja-Pack zum Beispiel nimmt, wobei beim ultimativen Pack kriegt man ja alles. Und beim Deluxe-Paket konnte man sich ja auswählen, was man will.
bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ist mir jetzt gerade auch nicht im Gehirn drin, sag ich mal. Dann haben wir hier eine Waffe, die viele Leute sehen wollten, die Sturmklinge, ist aber mittlerweile nicht mehr die beste, nicht mehr das beste Schwert. Dann haben wir den Verdrescher, den finde ich richtig cool, weil mit seinem Special Move können wir richtig weit damit vorfliegen. Haut auch guten Schaden raus, also eine krasse Eventwaffe, die man im Shop kaufen konnte. Dann haben wir Drachenzahn, die habe ich mir aus der Skizzensammlung rausgeholt, weil ich sie einfach vom Design her krass fand. Und des Weiteren habe ich noch hier so ein paar Äxte und Schwerter und Sensen, die ich noch nicht hochgelevelt habe und noch nicht getestet habe. Beispielsweise hier die Anfrage vom Pulverisierer war so hoch, Leute, deswegen habe ich Glück gehabt, dass ich sie beim Geburtstagsevent bekommen habe. Die werde ich auf jeden Fall für euch noch fürs Abo-Trading hochleveln, damit ihr sie zur Verfügung gestellt bekommt von mir. Und hier die Wintertech, den Raketenhammer, den fand ich auch richtig geil, habe ich auch Glück gehabt, den zu ziehen. Gut, Fallen an sich bin ich gerade noch bei Blitzlevel 58, weil ich muss ehrlich sagen, ich level, beziehungsweise ich spiele nicht so oft mit Pfeilen aktuell, wird aber in naher Zukunft wahrscheinlich anders sein. Ich gehe halt zuerst mal an meine wichtigsten Sachen, und zwar meine Waffen und dann an meine Pfeilen. Ich komme mit den 58er Pfeilen ziemlich gut klar, auch im Blitzzone 82. Jetzt kann jeder sagen, ich habe keine Ahnung oder so, ist mir aber auch scheißegal. Es geht einfach ums Prinzip, wenn man weiß, wie man spielt, dann kommt man auch mit solchen Pfeilen in Blitz 82er Zone ziemlich gut klar. Gut, das sind meine ganzen Waffen, Schwertern und also meine ganzen Waffen sowie Fallen. Verteidigerfreunde, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die level ich gar nicht hoch, weil ich die aktuell nie benötige oder brauche. Kommen wir mal schnell zu meinen Ressourcen. Und zwar vor den anderen Ressourcen, ja, da habe ich halt nichts wirklich viel Großartiges drin. Legendäre Kraftquellen, Vorteil plus legendär. Epische Kraftquellen, 130 Regentropfen, ich hatte 600 oder so, habe alle ausgegeben zum Leveln meiner Überlebenden. 7 Mini-Belohnungslamas und so weiter und so fort, das solltet ihr alles ja kennen. So, wir haben auch den im Shop schon bekommen, Dreifach-Lama ist drin, Zeit ist abgelaufen, 11 Upgrade-Lama-Paket für 500 V-Bucks, Freunde. Ja, falls ihr es noch nicht wisst, könnt ihr jetzt da reingucken. Okay, ansonsten habe ich euch jetzt alles von Rettet die Welt das Wichtigste gezeigt. Umwandlungsskizzen hier oder Umwandlungsschlüssel brauche ich nicht zeigen, benutze ich aktuell nicht. Ja, mein Sammelalbum, Freunde, das sieht momentan so aus. Ich bin aktuell Level 151 und ich bekomme als nächstes dann ein legendäres Trollschatz-Lama. Nach diesen, also zuerst bekomme ich 6500 Überleben XP und dann bekomme ich ein legendäres Trollschatz-Lama. Ansonsten ja, Level 151, ich habe schon einiges reingepackt, vieles wieder rausgeholt und so weiter. Aber ansonsten, ja, es bleibt ja jedem selbst überlassen, was man hat. Ich habe zum Beispiel bei einem Event ziemlich hart verkackt, wo ich erkrankt war, 2 Wochen, da war das Geburtstagsevent, Freunde. Beim Albtraum-Gegenstände habe ich leider das hier verkackt, dass ich den hier bekomme. Das ist echt miese Zeit, Freunde. Das ist echt miese, dass ich den Kürbiswerfer danach nicht mehr bekommen habe, weil ich den hier nicht mehr gezogen habe. Schade drum. Aber okay. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt noch ganz schnell ins, ja, in den Modus Battle Royale. Denn ihr wolltet ja noch meinen Spind sehen, was ich da habe. Ist jetzt auch nichts Großartiges, sage ich mal ganz ehrlich. Ich habe nicht viele gekaufte Skins. Das ist zum Beispiel ein gekaufter Skin. Okay, jetzt hat es sich nicht aktualisiert. Also einmal den Lightshore habe ich mir gekauft. Dann habe ich den Sprungwurf geholt. Das ist ein Twitch Prime Paket Skin. Freischaltung für Battle Pass, gekauft. Den neue habe ich gekauft. Battle Pass. Was war noch? Das war vom Starter Pack. PS Plus Skin. Starter Pack. Wieder Twitch Prime Paket Skin. Habe ich mir für 2000 V-Bucks geholt. Das ist vom Rette die Welt Paket noch. Ja, freigespielt den Ragnarök. Den habe ich mir gekauft, den Omen. Auch von Rette die Welt Twitch Prime Paket. Und den hier, den Rabe, habe ich mir noch gegönnt. Ansonsten Spitzhacken und hier Rucksäcke habe ich eigentlich nichts. Außer halt Raben. Dann, was noch? Vom Twitch Prime Pakete und vom besten Skin Ever, Freunde. Ansonsten ist hier nichts Neues da. Und halt hier Hinweiser-Detektor von diesem neuen Skin. Ansonsten habe ich da nichts drin. Spitzhacken, muss ich ehrlich sagen, habe ich einige gekauft. Und zwar einmal Regenbogenwucht, Quietscher, Orakelhacke, Disco-Trubel und Leuchtstab habe ich mir geholt. Weil ich die Spitzhacken einfach richtig nice fand. Den Rest habe ich mir selbst erspielt. Und auf diese Spitzhacke habe ich sehr, sehr lange geschwitzt, weil
die so lange nicht im Shop kam, aber dann kam sie täglich, fast jede Woche einmal rein. Habe ich mir gesagt, okay, Digga, die muss ich mir holen. Ist auf jeden Fall meine absolute Favoritenspitzhacke. Die habe ich nicht mehr favorisiert, jetzt habe ich sie favorisiert. So, ja, das ist alles, was ich habe. Tänze, Freunde, habe ich für. Schauen wir mal, welchen haben wir denn hier einmal. Genau, den habe ich mir geholt in Bel Air. Das war mein absoluter Lieblingstanz. Dann habe ich den mit Basketball geholt. Das war mein allererster Tanz, weil ich mir dachte, okay, das habe ich mit Battle Royale angefangen. Ich habe einen Tanz gesehen, boah, den muss ich mir holen, damit ich ein bisschen cooler wirke. Aber gut, der Tanz ist echt scheiße, Leute. Super Beinarbeit heißt er jetzt. Dann habe ich mir Schrullig geholt. Dann Sauber. Und dann noch den hier. Ja, den Wackeln. Einen habe ich mir noch geholt, den fand ich auch richtig geil. Und zwar hier Jubelstimmung. Ja, das sind alle Sachen, die ich mir in Battle Royale und in Rette die Welt erkauft, erspielt habe, wie man es halt nimmt. Und ja, das soll es wieder gewesen sein. Wir haben einen neuen Emote drin. An der Stelle, Leute, wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und denkt daran, Leute, wir sind eine Community. Wir halten zusammen. Euer Biss. Eine gute Nacht. Ciao.